Oh, guten Morgen. Oh, Tropfen der Freiheit, ne? Lecker. Schönen guten Morgen, Freunde. Also erstmal, dadurch, dass Gamevasion ja anstand und alle Leute ab Mittwoch komplett eingebunden waren, gab es keine Sülze-Aufnahme. Ja, wir hatten das ja schon mal. Und aus diesem Grund dachte ich mir, ich mache das, was ich schon mal gemacht habe. Und zwar mache ich eine Sülze-Solo-Aufnahme. Und, aka einfach ein bisschen Dead by Daylight für eure Augen. Da ich tatsächlich diesen Upload-Tag ungern ausfallen lasse, weil für mich das so ein Uncut, so ein easy Video ist und für euch ist es schön anzusehen. Man sieht es ja an euren Resonanzen, die sind einfach insane. Dachte ich mir, ich setze mich heute hier solo hin und nehme einfach für euch was auf. Ihr seht es schon im Hintergrund. Wir haben hier den, wie heißt denn der nochmal? Ghostface, ne? Den habe ich jetzt ein bisschen gespielt. Nicht viel. Ich bin ja immer noch Rang 4. Ich war auch schon mal Rang 3, aber dann habe ich im Hotelzimmer in Hamburg eine Runde Dead by Daylight gespielt und komplett verschissen. Was wollte ich sagen? Genau, Ghostface. Habe ich ein bisschen gezockt. Ich bin mir noch nicht allzu sicher, welche Perks für den jetzt nice wären. Einfach weil ich nicht so weiß, was der so kann. Ich habe jetzt erstmal Barbecue und Chili mitgebracht. Ist ein Klassiker. Dann Whispers soll gut sein, weil dann hört man so, wo die... Aber tatsächlich ist das dann relativ unnötig, oder? Weil ich weiß ja dann, wo die Gegner sind, wenn ich hier Barbecue und Chili habe, rein theoretisch. Ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich noch Pop Goes the Weasel mit, weil dann können wir ein bisschen gegenarbeiten gegen die Generatoren. Aber was nehmen wir stattdessen nicht mit? Ich glaube dann tatsächlich das hier. Dann würde ich so eine Combo spielen, denke ich. Gut, ich würde sagen, wir nehmen Memento Mori mit. Einfach, weil wir heute tryharden wollen. Und wir wollen, dass alle Survivor sterben. Das gehört ja zu meinem guten Ruf, dass ich wie der größte Assi spiele. Und ich würde sagen, wir suchen mal. Ja, für mich ist wieder eine geile Sache, mal wieder hier alleine zu sitzen. Mir hat das schon letztes Mal riesig Spaß gemacht. Einfach mal zu labern und sich nicht Sorgen zu machen irgendwie, ja, oh, jetzt kann ich hier gut schneiden und so und bla bla bla. Und ihr bekommt alles mit, was passiert, Digga. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare, was ihr heute so gemacht habt. Ich lese mir das mal durch. Nein, hast du nicht. Mal gucken, wie lange wir ein Spiel suchen. Ich meine, wer zum Teufel spielt in Europa um 9 Uhr morgens, außer Clör, um 9 Uhr morgens DBD? Ja, dann warten wir. Ey, langsam bin ich hier sauer. Also was soll denn das? Ich bin hier morgens extra früh eingetreten in dieses Haus. Ich will jetzt eine vernünftige Runde Dead by Daylight spielen, ansonsten bin ich hier wirklich sauer. Spiel gefunden. Mensch, ey, das ist aber, Mensch, eine Sache hier. Gott sei Dank. Ich dachte, ich sitze jetzt hier den ganzen Tag und muss irgendwie, ist ja auch egal. Oh, okay. Das ist gut für uns. Wir haben hier drei Leute, ich glaube, Konsolenspiele? Vor allem, also auf jeden Fall von einer anderen Plattform, sagen wir mal so. So, ja, wie gesagt, Leute, ich schaue noch mal ganz kurz, ob hier alles passt. Ja, ich mache die Cam hier so ein bisschen so hin. So, wie gesagt, Leute, schreibt mir gerne mal Tipps, falls ihr Main mit dem Killer seid oder so ein Shit. Würde mich tatsächlich interessieren. Ansonsten hole ich mir wieder Clör ran und er erklärt mir den. Aber, ich glaube, dass ich zumindest größtenteils verstanden habe, wie man den spielen sollte. Sollte. Die Map ist, glaube ich, gut für uns. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal um. Bringt ja nichts. Oh, scheiße. Die Maus ist richtig schnell. Gott, nee, ich muss hier lang. Gut. Da hinten sehen wir doch schon den ersten. Okay, die sind hier. Hab einen. Oh, ist die dumm. Ist die dumm. Wieso bleibt die da sitzen? Oh Mensch, hier ist ja ein Haken. Wie schön. So. Oh, scheiße, es laggt. Es laggt. Hä? Okay, Pop Goes the Weasel ist aktiv. Ich hau hier mal gegen. Und jetzt sollten meine Add-ons dafür sorgen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, sorry, Leute. Jetzt sollten meine Add-ons eigentlich dafür sorgen,
dass ich jetzt relativ schnell meine Sachen wieder kriege, genau. Normalerweise dauert das wohl viel länger. Jetzt gehe ich hier einfach mal hin. Ist schon die nächste. Oh, hä. Okay. Kann man den nicht die ganze Zeit hochgehen? Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, der läuft weg. Wir rennen hier einfach mal hinterher. Hier vorne, der ist aus. Er rennt zu Killer Shack. Okay. Der hat also Bock, So, den haben wir. Ich muss mal mehr stalken, ich weiß, Leute. Stalken ist eigentlich so das Ding, die Kraft von ihm. Aber... Haha! Verarscht, Babe! So, den haben wir. Geil, wir haben eine Nummer 2, noch keinen Generator geschafft. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie gleich kommen. Mit genug Generatoren auf einem. Okay, die haben einen Generator wohl verschissen. Nice. Okay, ich muss jetzt mal anfangen zu stalken. Denn das ist ja... Das ist ja der Skill von ihm. Ich hau ihn mal gegen. Schön Progress wegmachen. Ich glaube, er versucht mich hier die ganze Zeit zu baiten. Und da werde ich tatsächlich, glaube ich, einfach nicht drauf anspringen. Oh, oder vielleicht doch. Na gut, dann ist es halt so. Okay, gut. Gott sei Dank bin ich hinter ihm hergelaufen. Ich glaube, er dachte nicht, dass ich ihn jetzt verfolge. Okay, jetzt muss ich anfangen zu stalken. Bitte. Okay, wir haben schon 3 hängen gehabt. Es ist nur ein Generator gemacht. Oh, die sind alle da drüben. Wie schön. Ich versuche mal hier so. Er ist hier hinter, ne? Hallo? Okay, der läuft jetzt wohin? Er läuft zur Palette. Ah! Okay. Er läuft hinten raus. Den kriege ich. Der ist übel scheiße. Warum macht er das? Hä, warum läuft er hier lang? Der ist ja übel dumm. Okay, der geht nicht durchs Fenster. Interessant. Okay, den habe ich. Nice. Denn nämlich, wenn man den Typen, falls ihr es nicht kennt, wenn man den Typen so anfokust, nachdem ich ihn halt so die ganze Zeit angestarrt habe, dann ist er in so einem gefährdeten Status und ich kann ihn halt one-hitten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Sache. So, wir haben da hinten einen, wir haben hier vorne einen im Generator, den werden wir jetzt einfach mal nerven. Ich glaube, einer war hinter mir, aber ich lasse es einfach mal. Wo willst du? Okay. Okay, ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich, anstatt ihn zu verfolgen... Oh, oder ich verfolge ihn halt. Da ist er doch. Was zum Zwölf? Der sieht aus wie Julian Bam, fällt mir auf. Okay. Geht hier rüber. Geht zur nächsten Palette, habe ich recht? Habe ich. Okay, wir haben 2 Generatoren an. Wir haben schon ein paar hängen gehabt. Ich hoffe, wir müssen bald mal auch einen aus dem Spiel nehmen. Ansonsten machen die hier, glaube ich, dann auch zu schnell Progress. Ja, die sind hier. Oh, scheiße. Wie habe ich den gehittet? Das war ja sowas von unfair. Okay, der liegt. Jetzt überlege ich noch, ob ich ihn holen kann vielleicht. Okay. Ich glaube, ich gehe mal zurück und hole den, weil ansonsten, hallo.
Weiß nicht, ob das so sinnvoll war, Digga. Okay, dann hänge ich dich mal auf. Okay. So, und den holen wir uns jetzt noch. Der sitzt da. Das war jetzt blöd, Fräulein. Ist hier ein Schrank? Nein. Ich hätte schwören können. Hier drüben ist auch noch ein Generator. Puh, die machen gerade alle. Ha, wir haben ein Problem, Freunde. Die haben das sehr, sehr gut gemacht mit den Oh, hallo. Hi. Okay, wir haben alle verwundet. Geil. So, willst du noch einmal rumrennen? Zack, den haben wir. Schön. Ich würde ihn jetzt einfach mal aus dem Spiel nehmen, schnell. Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit, ne, machen wir Foto. Ja, genau. So, schön. Machen wir hier nochmal gegen. So, und jetzt rennen wir schnell zu dem Generator hier hinten. Ich glaube, die werden den kriegen. Ist der an? Nee. Ein bisschen. Ah, die haben aber auch zwei Generatoren gleichzeitig gemacht. Meine Fresse. Okay. Den haben sie gekriegt. Hi. Habe ich... Was? Ich habe doch Nöd? Ich habe ihn nicht gehittet. Wo ist denn der zweite Ausgang da hinten? The fuck? Ich habe aber einen guten Blick auf beide Ausgänge. Das ist jetzt blöd für die. Okay, Leute. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss sagen, die Runde habe ich sehr, sehr wenig gestalkt. Und bin sehr, sehr drauf... Hallo. Muss das sein? Ich habe sehr, sehr wenig gestalkt und bin halt darauf gegangen, dass... die einfach halt komplett wegzuhauen. All night long. Ey, wenn du rausgehst, bin ich so sauer. Ja, sie läuft halt komplett weg. Und da ist auch schon wieder jemand dran. Okay. Ich glaube, einer wird entkommen. Glaube ich jetzt mal so. Scheiße, ich habe ihn verloren gehabt eben. Okay, gewonnen. Gott sei Dank habe... Hey, wieso? Okay, der hätte nicht zurückkommen müssen, bin ich ehrlich. Okay, das war auch richtig risky, den jetzt aufzuheben. Okay, wir haben's. Wir haben's. Immerhin. Halt's Maul! Wie ist der denn jetzt entkommen? Der hat ja das Tor aufgekriegt. Er hat das Tor aufgekriegt. Ich hätte ihn liegen lassen sollen. Oh mein Gott, natürlich. Scheiße. Scheiße. Ja, er hat es doch liegen lassen. Ich habe ihn noch liegen gelassen und er hat das Tor auf... Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er das Tor... Dass er das Tor aufgemacht hatte. Ich dachte, er hat es nicht aufgekriegt, aber er hat es aufgekriegt. Oh. Ja, also ich muss sagen, Ghostface... Ich glaube, ich spiele ihn halt auch einfach scheiße. Ich glaube, dass der Killer lebt davon,
Leute halt zu stalken, aber ich finde, das Beste an dem Killer ist einfach, dass die Leute dich nicht hören. Die hören dich halt überhaupt nicht, bis du halt direkt an ihrem Ass bist. Und das heißt, sie müssen sich die ganze Zeit umgucken. Aber gut, ich würde sagen, da ich gleich ein Meeting habe, machen wir diese Runde als die einzige. Es war ein kleiner Fail am Ende, weil der eine entkommen ist. Aber da reden wir mal jetzt nicht von. Scheiße, Alter. Ja, das, gut, da kann ich es wieder auf die Uhrzeit schieben. Es ist noch früh. Es war auf jeden Fall geil. Ich würde vorschlagen, dass wenn wir jetzt so Solo-Folgen immer zocken, gehen wir mal immer neue Killer durch. Ich würde jetzt einfach nächstes Mal sagen, dass wir hier den Spirit mal zocken oder den Demogorgon oder den Oni oder hier das Schwein. Ich habe mir schon mal ein paar besorgt für Sülze und so weiter. Und dass wir dann da einfach mal durchgehen und schauen, wie diese funktionieren. Weil ich glaube, dieser erste Eindruck, der ist immer ganz interessant für auch die Zuschauer, die vielleicht den Killer noch nicht kennen. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Donnerstag kommt ein Return von einer geilen Serie auf meinem Channel. Eine lang erwartete Rückkehr. Ich hoffe, das zieht ihr euch rein. Das wird sehr, sehr cool. Da werde ich jetzt gleich weiter dran arbeiten. Habt einen schönen Tag, schöne Woche, genau, und verpisst euch. Haut rein, tschüssi.